Dieser Streifen wurde mit einer Registrierungsgeschwindigkeit von 25 mm pro Sekunde aufgezeichnet. Somit ist ein Kästchen von einem Quadratmillimeter hier 0,04 Sekunden. Die Länge des Streifens entspricht 6 Sekunden. Rs bzw. Ps, die wir hier abzählen und mal 10 nehmen, ergeben die Minutenfrequenz. Nun wollen wir beginnen mit der Kammerfrequenz. Wie gesagt, wir zählen sie ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also die Rs zählen wir ab, das ist 9. Somit haben wir eine Minutenfrequenz von 90 pro Minute. Wir sind nicht über 100, wir sind nicht unter 60, also sind wir in der Norm, das spricht von einem Normbaukaden-Rhythmus. Rhythmus der Kammern. Um den Rhythmus der Kammern festzustellen, verwenden wir wieder unseren Stechzirkel, ich habe das schon vorbereitet, und wir stechen hier bei den Rs ein. Hier, 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 hier kommen wir nicht mehr, da kommen wir nicht mehr drauf aufs nächste R, da sind wir also nicht rhythmisch, hier sind wir wieder rhythmisch, hier sind wir wieder nicht rhythmisch, hier sind wir rhythmisch. Das heißt, unser Rhythmus der Kammern ist arrhythmisch. Jetzt gehen wir zu der Beurteilung der P-Wellen. Die erste Frage, sind Ps vorhanden? Und wir sehen hier sind Ps. Hier, 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 hier. Also sind Ps vorhanden? Ja. Die nächste Frage ist, sind die P in ihrer Form alle gleich oder sind sie nicht gleich? Und wenn wir uns jetzt hier die Ps hier nochmal anschauen, hier, das ist gleich, aber hier ist es anders, hier ist es kleiner als wie das vorherige. Und das hier ist wieder gleich wie das und das. Und hier haben wir wieder eine andere Form des Ps als wie hier. Also muss ich hier mit die P-Form ist unterschiedlich ankreuzen. Frequenz der P-Wellen. Auch hier wieder dasselbe Prinzip. Wir zählen sie ab und nehmen sie mal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, unsere P-Frequenz ist ebenfalls 90 pro Minute. Sind sie rhythmisch? Auch hier wieder mit dem Zirkel. Ich steche hier ein und messe meine Ps und ich sehe, dass ich hier zwar rhythmisch bin, aber der nächste hier wieder nicht passt. Also wir sind hier nicht rhythmisch, wir sind arrhythmisch. Wir wollen jetzt noch den BQ-Intervall und die QRS-Dauer bestimmen. Beginn P bis zum Q. Und wenn wir die Kästchen hier abzählen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen. Das heißt, wir haben einen BQ-Intervall von 0,2 Sekunden. Noch die QRS-Dauer bestimmen, haben wir hier 1, 2, 3, 3,5. Somit hat es eine Dauer von 0,14 Sekunden. Zur Interpretation. Wir haben hier eine Kammerfrequenz von 90 pro Minute, aber wir sehen hier einen arrhythmischen Rhythmus. Wir haben P-Wellen, die ebenfalls eine Frequenz von 90 pro Minute haben. Wir können damit sagen, dass jedes P mit einem QRS-Komplex beantwortet wird oder jedes P wird auf die Kammern übergeleitet. Aber auch die Ps sind arrhythmisch. Somit können wir sagen, es liegt ein Sinusrhythmus vor. Es ist aber hier kein arrhythmischer Sinus, also keine Sinusarrhythmie, sondern aufgrund der Morphologie der Ps, welche wir hier festgelegt haben, es ist eben ein Unterschied hier, hier und hier, kann man festhalten, dass wir hier zwei verschiedene Schrittmacherzentren haben. Was man hier sieht, ist der Abstand zwischen dem zweiten und dritten P und dem dritten und vierten P unterschiedlich lang ist. Also zwischen dritten und vierten P ist der Abstand kürzer und die Morphologie ist anders als wie hier. Wir haben hier zwei Schrittmacherzentren, wenn man so will, in den Vorhöfen. Einer davon ist der Sinusknoten, der schön rhythmisch schlägt. Und hier ist ein anderer, ein zweiter in den Vorhöfen, der zu früh schlägt. Und wir reden hier von einer Extrasystole, und zwar von einer supraventrikulären Extrasystole, die hier einfällt. Extrasystolen sind immer zu früh. Und das ist und wir haben hier ein P. Und dieses P sagt, es kommt irgendwo aus den Vorhöfen. Somit haben wir hier einen Sinusrhythmus mit einer supraventrikulären oder mit supraventrikulären Extrasystolen. Hier und hier. Und genauer, es ist ein normokader Sinusrhythmus mit supraventrikulären Extrasystolen. Wir haben sie hier nochmal eingekreist. Hier diese supraventrikulären Extrasystolen. Von der Bedeutung her, sie sind nicht von Bedeutung, sie sind auch nicht schlimm, wenn sie so vereinzelt auftreten. Der obere EKG-Streifen ist ein weiteres Beispiel für supraventrikuläre Extrasystolen. Zuvor haben wir hier bei diesen Extrasystolen Ps, die von der Morphologie anders sind und somit von einem zweiten Schrittmacherzentrum oder einem ektopen Herd aus den Vorhöfen kommen. Hier habe ich kein P. Die fehlen hier. Sie sind auch, aber wir sehen auch, das schaut rhythmisch aus. Und hier kommt es zu früh und hier ist es wieder rhythmisch und hier kommt wieder der Schlag zu früh.
Und hier geht es dann anscheinend wieder rhythmisch weiter. Und wie gesagt, wir haben hier Ps, die von der Morphologie alle gleich ausschauen. Diese Extrasystole, diese supraventrikuläre Extrasystole, deshalb supraventrikulär, weil sie schmal ist, so wie die hier. Ne? Der QS-Komplex ist, sie sind von der Zeitlichkeit her annähernd, so wie die anderen Schläge. Aber wie gesagt, es fehlt hier das P. Nun können wir sagen, dass diese supraventrikuläre Extrasystole im Bereich des AV-Knotens bzw. des Hüschen Bündels kommen, da die Vorhöfe nicht retrograd erregt werden, also das wird blockiert, fehlen hier die Ps, sondern die Extrasystole wird direkt auf die Kammern übergeleitet und wir sehen dann hier diesen schmalen QS-Komplex. Aber es fehlen die Ps, weil das Erregungszentrum für diese supraventrikuläre Extrasystole aus dem AV-Knoten bzw. aus dem Hüschen Bündel kommt. Retrograd blockiert, noch eine Erklärung zu diesem Wort, die Erregung wird nicht vom AV bzw. dem Hüschen Bündel aus nach oben durchgelassen. Es wird von unten nach oben blockiert und somit erscheint kein P hier im EKG.